Ja, unsicher war die Zukunft auch, als das erste von vier Kindern sagte, Mama, Papa, ich mache auf jeden Fall was mit Musik. Da haben seine Eltern mal kurz sparsam aus der Wäsche geguckt. Und das Verrückte ist, der musikalische Gast von heute, ich bin eben oder heute Morgen fast aus dem Bett gefallen, der war mit mir auf dem Gymnasium, also ein paar Jahre später, aber hat mit Freunden von mir Straßenmusik gemacht und ist heute bei uns Gast. Unfassbar. Ja, ist heute ein Superstar. Ja, was hätte aus dir werden können, mein Lieber? Aber jetzt gucken wir erstmal auf Chris James. Chris James ist ein junger Deutsch-Amerikaner, der mit der Single I Know You Can Dance gerade einige Aufmerksamkeit erregt. Dabei kennt ihn die YouTube-Generation schon seit 2011, allerdings unter dem Namen Chris Brenner. Mit meinem besten Freund habe ich jede Woche einen neuen Coversong auf YouTube hochgeladen. Mit der Zeit wurden die von Millionen Menschen entdeckt. Schon bald beginnt Chris auch eigene Lieder online zu veröffentlichen und damit live aufzutreten. Mit Erfolg. Er bekommt einen Plattenvertrag, macht eine Social-Media-Pause und reist in sein Geburtsland Amerika, um neue Songs zu schreiben. Jetzt ist er zurück und mit dem frischen Sound kommt auch der neue Name. Aus dem alten Chris Brenner wird der neue Chris James. Ein Newcomer mit schon jetzt jeder Menge Erfahrung. Und jetzt bei uns auf dem Sofa. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Endlich mal ein Gast, mit dem ich mich über meine ehemaligen Lehrer unterhalten könnte. Und wie? Oder? Liebe Grüße an Frau Birnbaum. Hallo. Birnbach. Ja, ich auch. Genau. Krass. Aber lass uns lieber über die Musik reden. Wie ist das für dich jetzt mit einem neuen Namen? Zuckst du manchmal zusammen, wenn jemand den ruft? Oder weißt du, wer gemeint ist? Ich habe tatsächlich angefangen, als ich angefangen habe, habe ich nach einer Woche irgendwie schon gemerkt, so Chris Brenner, ich weiß nicht, ist das wirklich schon der Weg, den ich gehen will? So? Okay. Und dann hatte ich halt gedacht, Chris James wäre nicht schlecht, aber ich habe es irgendwie nie durchgezogen, bis jetzt, vor kurzem. Aber das ist ja lustig, du bist total berühmt geworden mit Coversongs. Genau. Also mit den Superhits anderer, da hast du jeden Tag einen ins Netz hochgeladen. Ja, jede Woche und, oder jede Woche und hast Millionen Klicks generiert. Jetzt musst du ja selber die Hose runterlassen. Ist es schwieriger, mit einer eigenen Musik da zu stehen und zu sagen, ja, jetzt bewertet die mal? Ich weiß nicht, ich finde es super. Also ich bin sehr stolz auf das, was ich jetzt gebracht habe bisher. Und deswegen freue ich mich auch, dass das jetzt endlich raus kann, weil ich halt so lange geschrieben habe und jetzt sind endlich die Songs draußen. Und, also der erste Song ist draußen von vielen, die noch kommen. Und ich freue mich sehr. Deine Eltern leben getrennt. Genau. Du hast dann nach vielen Jahren, bist du in die USA gegangen, hast deinen Vater dann besucht. Wie war das dann für dich? Ja, Wahnsinn. Also ich habe meinen Dad jetzt seit 6 Jahren nicht mehr gesehen gehabt, bis letzten September. Und es war echt schön, um mir auf jeden Fall mal wiederzusehen und halt zu erzählen, was so passiert ist in den letzten paar Jahren, weil ich halt Musik mache jetzt und das ist halt irgendwie eine ganz andere Perspektive, die ich habe. Mhm. Und erzähl uns von deiner Zeit in den USA. Du hast eine Auszeit genommen und man konnte lesen, du hast in einer Garage in Beverly Hills gewohnt. Wie ist das? Komisch, sehr komisch. Also es war eine sehr, sehr große Garage, muss man dazu sagen, aber ja, es war richtig schön. Also der Ausblick da war auch Wahnsinn. Das war so eine Terrasse, und du konntest halt ganz LA sehen. Und es war sau inspirierend, logischerweise, weil du halt mit so vielen kreativen Leuten umgeben bist. Und es war sehr bereichernd für Songwriting auch. Und aber ist das wirklich so? Es gibt ja oft Künstler, die sagen, wir gehen dann nach bestimmte Orte in den USA, da wirst du einfach von der Muse geküsst gewissermaßen. Nashville. Ist das wirklich so? Was hat Nashville, was andere Orte nicht? Was Hilden nicht hat. Ja. Nashville, Wahnsinn. Ey, du hast diese Straße da und das sind 60 Bars, so eine Bar nach dem anderen. Und jeder Bar läuft halt Live-Musik. Also da läuft nichts vom Band. Da ist halt alles Live-Musik. Es sind Bands und es sind einfach so krasse Leute, die da spielen teilweise. Das ist Wahnsinn. Und ihr lernt euch so dann einfach kennen? Ja, unterschiedlich. Also es gibt halt so viele Leute, die da halt Musik machen und da wirst du halt auch nicht schief angeguckt, wenn du halt sagst, ich mach Musik. Mhm. Aber du hast nicht nur in Kneipenmusik gemacht, du hast ja in Deutschland auch im Rheinland Straßenmusik gemacht. Mit Kumpels von mir, lustigerweise. Genau. Und da fragt man sich ja, was lernt man da auf der Straße, was man sozusagen im Business später dann umsetzen kann. Ja, man lernt halt einfach, dass Leute auch an dir vorbeigehen. Also das ist halt so die härteste Schule, die du eigentlich machen kannst, weil du stehst auf der Straße und singst halt und laufen dann hunderte von Leuten an dir vorbei, aber du musst sie irgendwie kriegen. Genau, du musst sie halt irgendwie catchen, logischerweise, also die Aufmerksamkeit von denen kriegen. Und es macht auf jeden Fall am meisten Spaß natürlich, wenn du mit mehreren Leuten das machst, und das ist ja dann noch zustande gekommen. Aber ja, grundsätzlich ist es halt sehr harte Schule irgendwie, dadurch diese
dieses Knallharte, einfach da face to face. Und das ist das Gegenteil von dieser ganzen Instagram- und YouTube-Welt? Ja, voll, total. Das ist ja alles so ein bisschen gekünstelt irgendwie, aber da ist halt knallhart. Und warum hast du eine Pause gemacht, Online-Pause eigentlich? Wir haben das 2,5 Jahre lang gemacht, die Musikvideos. Und ich brauchte halt irgendwie einfach Abstand von dem Ganzen, so ein bisschen. Weil wenn du das jede Woche machst und diese Covers jede Woche machst, dann wird es halt natürlich ein bisschen anstrengend auf Dauer. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich nehme mir jetzt mal Zeit, kümmere mich um meinen Sound, meine Musik. Aber cool ist ja, dass du dir auch Zeit nimmst für Facebook Live, bei uns hinter den Kulissen gleich Fans reden und einfach zu stehen. Wir freuen uns, dass du hier bist, Chris James. Ich freue mich auch, danke schön. Gleich Musik mit einem coolen Schlagzeug, muss ich sagen. Ja, Gitarre ist auch nicht schlecht, aber ich als Schlagzeuger muss sagen, das muss gleich ordentlich. Cooler Song, echt. Dankeschön. Und jetzt geben wir zu dem Mann rüber, der in Berlin steht und unsere Eishockey-Nationalmannschaft genau beobachtet und vielleicht auch schon geweckt hat. Wir sind der rote Teppich für Peter. Und wir sind froh, dass wir heute Chris James hier im Studio haben. Da hinten steht er schon, tippelt auf der Stelle rum. Vorher zeigen wir Ihnen noch, woher Sie ihn vielleicht kennen. Er hieß früher Chris Brenner, war ein totaler YouTube-Cover-Song-Star, weil er nämlich jede Woche ein neues Lied gecovert und ins Internet gestellt hat. Und jetzt, nach einer Auszeit, macht er seine eigene Musik mit seinem ersten Vornamen und seinem zweiten Vornamen. Chris James. Chris James ist ein junger Deutsch-Amerikaner, der mit der Single I Know You Can Dance gerade einige Aufmerksamkeit erregt. Dabei kennt ihn die YouTube-Generation schon seit 2011, allerdings unter dem Namen Chris Brenner. Er wird bekannt mit Coverversionen seiner Lieblingssongs, beginnt aber schon bald auch eigene Lieder online zu veröffentlichen. Mit Erfolg. 2016 bekommt er einen Plattenvertrag und reist in sein Geburtsland Amerika, um dort neue Songs zu schreiben. Jetzt ist er zurück und mit dem frischen Sound kommt auch der neue Name. Aus Chris Brenner wird Chris James. Wir dürfen aber Chris sagen. Hallo, schönen guten Morgen. Hey. Wir freuen uns, dass du da bist. Wie war das? Deine Auszeit hast du ja in der Garage in Beverly Hills gemacht. Ja. Das stelle ich mir sehr luxuriös vor. Ja, es war auch echt ein Privileg, da sein zu können. Man hat diesen wunderschönen Ausblick über L.A. und sau inspirierend zum Songwriting. Und so einen Tag verbringst du dann wie? Also dann hast du dir einen Kaffee gekocht, hast dich auf die Terrasse gesetzt und da Songs geschrieben? Ja, manchmal geht man noch an den Strand. Und da trifft man dann andere Musiker? Genau, und ja, nicht am Strand. Okay, wo trifft man sich da? Ja, in dem Haus waren sehr viele andere Musiker auch. Und deswegen, das war so ein Musiker-Community-Ding. Und dann sagt der eine, mir ist das eingefallen, mir ist das eingefallen und dann wirft man das zusammen? Ja. Okay, und rausgekommen, rausgekommen ist was ziemlich Fetziges, ein Know You Can Dance. Ja. Wir sind hier auch schon durchs Studio getanzt und wir können Ihnen mal sagen, achten Sie mal, dein Schlagzeuger hat für Sven den geilsten Job, hat er gesagt. Das ist nämlich ein riesencooler Schlagzeugpart, ihr natürlich auch, aber er darf so richtig abfetzen und du darfst absingen und ich tanze mal ab. Also, yes. Chris James. Dankeschön. Shake for me, come on, I know you can dance. Mm-mm. Move that body, let me see those hands. Mm-mm. That drink you're playing with your fingers, tapping with your rings, makes me think you got a groove. Lipstick red around your glass, that's not what I'm looking at. Dreaming things I think are true. Like we've been already there. So if your toes up to your hair. So come and coast and come and tight. Let the fireworks ignite. Prove me right. Shake for me, come on, I know you can dance. Mm-hmm. Move that body, let me see those hands. That you're wearing got me in a stare. Don't you dare deny the flow.
Gotta find the perfect words, even though I never flirt. Should we keep it moving slow? Like we've been already there. So with your toes up to your hair, so come in close and come inside. Let the fireworks ignite. Prove me right. Shake for me, come on, I know you can dance. Move that body, let me see those hands. I know you can dance. I know you can dance. Toes up to your hair. So come in close and come in tight. Let the fireworks ignite. Prove me right. Shape for me, come on, I know you can dance. Move that body, let me see those hands. I know you can dance. Dance, move that body, let me see those hands. I know you can dance. Woo! Chris James und der beste Anmachspruch fürs Wochenende. Ich weiß doch, du kannst tanzen. Danke, dass ihr hier wart. Viel Spaß bei Dankeschön. Der Tour. Dankeschön. Sven mit dem Sport.